So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder zu der Fortsetzung der aktuellen Mission mit die Schwerlasttransporter, weil was sein muss, muss es sein. Ja, genau meine Rede. So, fahren. Wir haben uns verfahren. Was für eine verfahrene Situation. Oh, let's Lass uns go. loslegen. Ich hab da Dreck auf dem Bildschirm. Wart nicht hier los. Ich glaube, das ist dann auch einfach für die letzte Aufnahme für heute für mich. Ist mittlerweile schon 23:30. Ich nehme schon wieder viel zu lange auf. Tempomat drin und dann ab dafür. Alter, was doch mal geil wäre, es gibt halt diese großen, also gibt es aber eigentlich nur in Amerika, wo die auf so riesige Sattelschlepper ganze Häuser rauffahren. Also jetzt keine riesigen Luxushäuser, sondern so normale Einfamilienhäuser, so zwei Zimmerwohnungen oder sowas, keine Ahnung. Aber halt schon so richtige kleine Häuser auf so einem Auflieger drauf haben. Ich meine, das wäre hier kaum möglich, weil das Ding wäre noch breiter als das Ding. Und wir kommen so schon kaum um die Kurven. Aber in Amerika ist sowas tatsächlich sowas. Ja, stimmt, wenn wir denn mal American Truck Simulator spielen. Könnt ihr mal gucken, ob es da sowas Bitte gibt. rechts halten. Weil das wäre schon echt arschgeil. Ja? Muss man mal so sagen, wie es ist. Ja. So, ich gehe jetzt mal runter. Hoffentlich fahre ich ihm nicht zu sehr auf. Ah, sieht gut aus. Sieht gut aus. Und wenn nicht, dann auch egal. Oh, noch 240 Kilometer, ne? Ist schon ein ganz schönes Stückchen. Was mal krass wäre, mit so einem Schwerlasttransporter auf so eine Fähre zu fahren. Da geht die Fähre einfach direkt unter. Ja, ich meine, selbst wenn wir unser großes Paket haben mit 70 Tonnen, ist das für eine Fähre eigentlich so gar nichts. Ja? Also, ob da nun ein LKW mit 70 Tonnen Zuladung ist oder drei normale LKWs, ist der Fähre eigentlich völlig egal. Und so viel Platz wie drei normale LKWs brauchen wir sowieso. Also, ne? Von daher. Was macht das blaue Fahrzeug da schon wieder links neben mir? Sag mal. Oh, Feierabend jetzt hier. Was jetzt davon? Bitch, please. Ich glaube, ich muss mal einen Aufruf starten hier. Dass die Fahrzeuge gefälligst nicht direkt neben meinem Hänger fahren sollen. Ja? Ich meine, ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht ein Drive-by machen wollte, ja? Da kommt er schon wieder, aber jetzt auf einer anderen Spur. Ja, genau, fahr mal weiter, fahr mal weiter. Ah, ne, da hinten ist er. Aha, ja. Und fahr weiter, ja komm, fahr weiter. Ja, genau, und jetzt verpiss dich hier. Verpiss dich. Du Arsch. Ich habe deine Mutter gehört. Sehr gut jetzt. Der ist der Nächste, der sich nicht vorbeitraut.
Weißt du, ihr könnt doch einfach mal eine Spur nach links fahren und dann einfach dran vorbeiziehen. Aber nein. Stattdessen macht er hier so eine Drive-By-Nummer. Hä? Oh, kleiner Schlawuna, du. Oh, warum bremst der vor uns schon wieder? Mach mir keine Angst. Sonst zeige ich dir mal, wie das mit der Angst funktioniert. Was macht der Gelbe da vor uns? Weil Lizzy würde ich jetzt einfach mal so richtig Gas geben, weißt du? So eine schön lange Autobahn und der bleibt. Was ist denn da schon wieder los? Warum überholt uns der Bus? Nur um dann vor uns abzubremsen. Was ist das für ein Hurensohn? Oder hat er sich gerade in die Hose gemacht, weil er die Polizei war? Ach, Mann. Die Kamera natürlich wieder direkt verkacken. Wow, Alter. What? Der Scheiß, der Mann da. Durch diesen großen Block sehe ich gar nicht, was der LKW macht. Ich lenke einfach wie so ein Irrer, weil ich absolut keinen Referenzpunkt mehr habe. Also, so mit externer Kamera kann man bei dem echt gar nicht fahren. Das Einzige, was man probieren könnte, wäre sowas hier. Aber das ist doch auch nichts. Das können wir machen. Ich komme halt überhaupt nicht drauf klar, dass das bei OBS so super stuckert aussieht. Naja. Wenn da einer von euch irgendwie eine Lösung kennt oder sowas, warum es bei OBS so stockert, oh, also ist ja bloß die Vorschau. Das Video selber ist ja auch wieder gut. Aber diese Vorschau bei OBS,
die ist halt super stockern. Wenn einer eine Lösung kennt, warum das so ist, kann er gerne, das gerne mal kommentieren in die Kommentare. Wie der extra einen LKW hingepackt haben, der mir anzeigt, ich muss da lang. Als wenn ich das nicht wüsste, als Schwertransporter. Zumal ja auch mein Begleitfahrzeug hier lang fährt. Also, der extra noch Fahrzeug hinzustellen und mir zu sagen, ja, du musst da lang. Finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen fragwürdig. Ha? Also, entweder man spricht mir die Kompetenz zu, dass ich sowas kann, ja, oder man lässt die Sache einfach sein. Aber sowas finde ich nicht in Ordnung. Ja? Nur damit wir drüber gesprochen haben, ne? Also, ne? Ich will jetzt hier kein Fass aufmachen, aber ein kaltes Bier hätte ich schon gerne. So, ich schalte mal wieder auf die Ansicht um, damit ich sehe, was hier passiert. Achso, ich könnte ja eigentlich auch so hier machen, ne? Ah. Diese Kamera ist halt einfach so zu gebrauchen. Kann ich vergessen. Nein, ich habe die Handbremse angezogen. Ja, kann ja mal passieren. Was ist das denn für ein Sportwagen? Seit wann haben die Polizisten in Europa so einen Wagen? Sind wir in Paris oder was? Weißt du, die Deutschen können sich nicht mal irgendwelche Trabis leisten. Die haben hier, weiß nicht, irgendwelche Porsche oder Ferrari. Das geht ja mal gar nicht. Ah, siehst du, so eine Kamera ist schon viel besser. So kann man doch auch wirklich ordentlich hier arbeiten mit. Ah, hieße, so, warum sind die ganze Zeit? Okay. Dann halt ich. Wie gesagt, dieser große Kasten, der verdeckt mir komplett die Sicht. Und wenn man nicht sieht, was der LKW macht, dann macht er, was er will. Weil er ja weiß, dass man ihn nicht sieht. Ah. Er ist ja nicht dumm. Er ist nur unsichtbar. Kuscheln die beide da? So, mal gucken. Ach, noch 72 Kilometer. Das geht ja noch. Gut, dann kann ich das Ding komplett machen und dann mache ich mit der Folge Feierabend und dann mache ich auch für heute Feierabend. Dann kann ich endlich mal was essen. Hab mich heute noch nichts gegessen. Und langsam rebelliert mein Magen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts. Ich bin immer rechts, mein Freund. Ich war schon rechts, bevor der Hitler geboren wurde. Ausfahrt rechts. So. Schon bergauf hier. Komm, das schaffst du. Nee, 48, 46. Holy moly. Das kannst der Game erzählen, du.
Und dann wird es wieder schneller. Sehr schön. Guck mal, die können ja alle 90 und wir müssen mit 60 lang tuckern. Das ist doch unfair. Oh, dafür kommt schon wieder eine Mautstelle. Die Mautstelle bekommt eine Schelle. Lalalalala. Ja, fahr doch mal, was ist mit los mit dir? Hoppelt der hier so rum, Alter? Jetzt fahr doch mal weg! Alter, hier Sonntagsfahrer, was winkst du mir eigentlich schon wieder hier so zu? Party, Hot Party, yay, yeah, Party! Die Kiste ist nicht voller Sekt, mein Freund. Da sind schwere technische Geräte drin. Was auch immer das bedeuten soll. Ist wahrscheinlich eine Sektmaschine. Ja, müssen wir gleich geschafft haben, ne? Ist ja bloß noch 40 Kilometer. Da vorne kommt erstmal wieder eine schöne enge Kurve mit einer Mautstelle und einer noch engeren Kurve danach, oder wie? Ja, sieht fast so aus. Eieiei. Quasi der Endgegnerbereich. Ha. Ja, guckt euch das da hinten mal an, Alter. Erst die relativ enge Abfahrt, dann eine Mautstelle und dann noch Kreisverkehr. Direkt hinterher. Quasi die Dreifaltigkeit der Scheiße. Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich nehme dich gleich. Kann man hier mit diesem Kakrugspiel hier wegnehmen? Nein, so. Da schon wieder. Der Blick, der sagt mir extra, wo ich hin muss. Das gibt's doch ja nicht. Das ist doch Petruschka. So, jetzt kommt hier schön Kreisverkehr. Jetzt wieder der Polizeiwagen, der mir voll den Weg blockiert. So. Okay, ja. Nochmal Platz da. Hier kommt der Mazda. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Okay, volle Fahrt voraus. Ah, doch, ist ja hier relativ geräumig. Zum Glück. Sehr schön. Kann sein, dass wir sogar die Stelle auch schon letztens gefahren sind. Kommt mir gerade irgendwie ein bisschen bekannt vor. Nimm diese Ausfahrt. Also, siehst du, sogar die gleichen Auflieger, wie wir auch benutzen. Das 1:1, also diese LKWs im Traffic sind 1:1 die gleichen LKWs, wie wir sie auch fahren. Mitsamt den gleichen Aufliegern. Noch 13 Kilometer. Manometer. Was ein Kilometer. Da steht er. Und grüßt sich nicht. Aha, da vorne ist schon die Fahne. Müsste sie nicht weiß sein? Verstehe ich gerade nicht. So, da geht es wieder rechts ab. War es ein bisschen zu früh zu blinken. Achso, und bevor jetzt jemand kommt mit, Ronny, man sieht doch, dass du die Strecke hier bereits gefahren bist. Warum fragst du, ob du die Strecke hier schon mal gefahren bist? Ich meine jetzt speziell mit dem Schwerlasttransporter. Dass wir diese Strecke schon mal mit dem Schwerlasttransporter gefahren sind. Weil diese Stelle hier mit dem Schwerlasttransporter kam mir halt bekannt vor. Nicht, dass wir die allgemein schon gefahren sind. Wie gesagt, das sieht man, daran, dass die Strecke hier so gelblich ist, ne? Ist ja dieses, ist das keine Pisse? Auch wenn ich auf die Scheiße pisse.
gescheiße, bitte. Nee, es ist, das ist tatsächlich das, was man schon gefahren ist. Offensichtlich. Also ich glaube, dazu muss der kein Mathematiker sein, um das zu begreifen. Wow, 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 wow. Wir wollen schon ruhig bleiben. Wow. Einfach mal Autosetter wegschieben, also was im Weg ist, ne? Muss halt weg. Sag mal, wie sollte ich da bitte schon links an einem Schild vorbeikommen? Nimm diese Ausfahrt. Ja. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Nein, ich will wieder die Autos wegschieben. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Sehr gut. Demnächst rechts abbiegen. Ja, das ist. Ja, genau. Das ist genau die Stelle, wo ich auch letztens meinte, warum er da so nach geradeaus weitergefahren ist. Also, es ist jetzt genau die Strecke schon mal mit dem Schwerlasttransporter gefahren. Net to know. Demnächst rechts abbiegen. So, dann kommt jetzt hier diese komische enge Kurve, die gar nicht so eng war, wie wir dann gemerkt haben. Wow. Ups. Kaum kennt er die Strecke, wird er übermütig, der feine Herr. Meine Damen und Herren, wir haben dezente Turbulenzen. Aber Schaden gab es keinen, ne? Nö. Nö, warum auch? Da eckt er mal überall ein bisschen an, das ist doch kein Schaden, das ist Lackreinigung. Es ist vorbei. Nein, wir haben nur 50 Meter. Was? Oh, bin zu weit. So. Jawohl, ja! Bin ich gut oder was? Ausgezeichnet, sag ich doch. Das ist genau meine Rede. So. Wir haben, wie viele Punkte haben wir? Oh, wieder 1000 EP. Alter. Okay, wir machen nur noch Schwerlasttransporte. Das scheppert ja mit Experience. Es ist ja nicht zu glauben. Cool. Ja, machen wir jetzt einmal hier Fernfahrer. Ne? Dann haben wir jetzt alles einmal und dann gucken wir mal weiter. Dann gucken wir aber mal wahrscheinlich hier um diesen ADR-Gedingsgedöns. Ja, aber erstmal ne, haben wir alles einmal. Ist doch geil. So, ab jetzt kannst du deinen eigenen Auflieger kaufen. Ja! Ich hatte noch keinen LKW, aber hey, wir brauchen schon LKW, um Auflieger zu haben. 33.000 Euro. Alter. Warum so teuer? Ah, hier haben wir jetzt auch Krone. Boah, Alter, 80.000. Are you kidding me? 100.000, 140.000. Ja, leck mich doch am Arsch. Da müssen wir noch eine ganze Menge sparen. Oder wir nehmen doch einen Kredit auf. Ne, können wir ja... Wir haben ja von der Bank ein großzügiges Angebot bekommen. Oh ja, hoch 140.000. Alter Schwede, ey. Ey, guck, hier gibt's sogar Tankauflieger. Siehst du, was gibt's hier denn für alle? Hier gibt's keine Tankauflieger, ne? Nö. Der hat nur Flachbett und Kasten.
Und hier hat er sogar diese komischen Holzauflieger. Nicey-dicey. Und hier können wir uns gar nichts kaufen, außer den Kasten. Oh, das hier gibt es hier aber wesentlich mehr. Okay. Ah, genau, hier sind diese Tieflader. Ah, und die Tandem. Oh, 240.000 Euro, Alter. Oh, meine Güte. Meine Güte, da müssen wir noch eine ganze Menge, da müssen wir eine ganze Menge sparen, du. Da müssen wir noch mal. Ab jetzt kannst du deinen eigenen Auflieger. Also ja, weg da. Hei, 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 hei. Hei, 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 hei. Geil. Tja, die Frage ist, wie wir das jetzt machen, ob wir uns jetzt wirklich einen Kredit holen. Weil ich meinte, wir bräuchten sowieso einen für mindestens 100.000 Euro. Ja. Also gut, die nächste Frage ist ja auch, ob uns den LKW überhaupt noch was bringt. Weil, ne, wie gesagt, wir können ja nicht einfach hingehen und sagen, ja, kauf mal den da. Der ist geil. Sondern wir müssen ja, wir haben ja diese komische Limitierung da. Ausführung ändern. So, beispielsweise hier mit dem Motor. Ja, siehst du, können wir nur bis 460 PS gehen. Also richtige 750, ne? Obwohl wir selber schon in Aufträgen mit 750 PS LKWs fahren können, können wir uns aber selber keinen zusammenstellen. Das heißt, wenn wir jetzt uns selbst einen LKW bauen würden, kaufen würden und, ne? Wären wir am Arsch, weil wir keine Spezialaufträge mehr machen könnten. Das ist doch Bullshit. Was soll denn dieser Scheiß? Heieiei, da müssen wir noch warten bis Level 25. Heieiei. Oh, wei, wei, wei. Oh, wei, wei, wei. Ja. Gut, das heißt, jetzt kaufen bringt ja sowieso noch nichts, weil wir jetzt noch kaum Zubehörteile kaufen können. Das heißt, wir warten doch mindestens so lange, bis wir uns einen LKW kaufen können. Und dann würde ich mal sagen, wir warten sogar noch etwas länger. Und zwar, bis wir uns einen LKW und einen Auflieger kaufen können. Dann haben wir gleich ein Komplettset. Ja, der sind wir voll am Start. Das heißt, wir müssen warten, bis wir mindestens 300.000 Euro haben. Davon haben wir gerade mal ein Sechstel. Und wir haben jetzt schon mehr als 10 Folgen. Gut, wie gesagt, wir bekommen ja auch immer mehr, immer schneller Geld. Also kann sein, dass wir das bereits in 10 weiteren Folgen wir das Geld zusammen haben. Aha. I don't know, I don't care. Auf jeden Fall ja. Jutschen, auf jeden Fall soll es das damit erstmal gewesen sein. Und dann mache ich jetzt für heute auch Feierabend. Ist schon wieder fast eine halbe Stunde. Passt also auch. Damit speichern wir mal ganz kurz. Eigentlich sollten wir direkt mal nochmal speichern. Damit wir mal so ein Backup haben. Spielstand 2. Speichern. So. Und jetzt für alle, die aufgepasst haben, wie der nächste Spielstand heißen könnte. Spiel Stand N. Okay. So, genau, das haben wir quasi unseren normalen Speicherstand, unseren Backup-Speicherstand oder andersrum, je nachdem, und den Quick Save. Achso, ne, und natürlich jetzt ein Autodinger. Okay, es sind doch nicht beliebig viele angelegt. Weil wir müssen eigentlich schon viel, viel mehr haben. Das heißt, die letzten werden doch gelöscht. Schade. Ja, genau. Von gestern sind bloß noch drei vorhanden. Die anderen wurden alle gelöscht. Ah, ja. Okay. Jutschen, dann würde ich mal sagen, schau mit V und da sieht man sich. Denn bald mal wieder. Warum ist mein Kopfhörer so weit vorne? So, das Ganze. Er kommt eine kahle Stelle in den Haaren. Was denn da los? Das geht ja mal gar nicht. Ja. Genau. So. Ja. Genau. Bye-bye.